Jo, moin Leute, was geht? Ihr merkt wahrscheinlich gerade schon, dass die Aufnahme, die ihr hier seht, also die Videoaufnahme, nicht ganz synchron ist zu dem, was ich gerade rede. Was ist der Grund dafür? Ich habe den Kampf aufgenommen und nachdem ich den Kampf aufgenommen habe, schaue ich mir die Videodatei an und wirklich alles komplett blau. Oder die Audiodatei meine ich. Weil ich habe mein Audio mit Audacity aufnehmen, weil ich sage, ich mein neues Mikro habe. Nur wieder so ein Rauschen drin habe. Also die Qualität allgemein ist besser, aber es rauscht mehr. Das heißt, ich muss immer entfernen, halte ich den zu in Audacity auf. Ja, dann sehe ich da so ein Durchgängiges über Steuern. Und habe dann gesehen, dass Audacity aus irgendeinem Grund, einem mir nicht erfindlichen Grund, mit mir irgendeinem Audio-Interface vom PC intern oder so aufgenommen hat. Und ich mit meinem Mikro, was angeschossen war. Audacity, please. Heißt, ich muss das Ganze wieder nachkommentieren, also die letzte Woche, ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Auf jeden Fall, wir waren diese Woche gegen Drake dran. Ich werde gucken, ob ich den Link im das Ganze einzublenden, das Team. Wir hatten dabei Sakataka mit den Safety Goggles, Beast Boost. Also einem normalen Trick Room Sakataka mit Steinkante, Brandstempel und Ramboss. Dann haben wir dabei ein Sumpex mit Erdbeben, Rollwände, Notsituation und den Tarnstein. Haben wir physisch defensiv und Eulenhelm, das war für das Vampirian. Ein Nachtara mit der Antikäferbeere. Das war, um besser manche Lead handeln zu können. Also damit ich quasi einmal in dem Käfermove drin bleiben kann, dann mit dem Battenpass safe rausgehen kann. Dann haben wir physisch defensive Silvelli gegen das gegnerischen Mon, Sneeble und Cobalium. Also Silvelli Kampf mit Multiangriff, Parting Shot, Auflockern und Steinhagel. Ein Talion mit der, also G-Max Talion logischerweise, mit der Scope-Linse, Superschütze, Surfer, Schuppenschuss, damit wir noch einen Speedboost nach der G-Max abholen können vielleicht, Eisstrahl und Energiefokus und ein Energiekraut, Lavados, mit Feuersturm, Solarstrahl, Brandsand und Ruheort. Die positive Sache für euch ist, ich habe ein bisschen was aus dem Nachhinein, was wir mit Drake auch besprochen haben nach dem Kampf, ein bisschen Nachteil ist, ihr habt meine Real-Life-Reaktion eben nicht. Ihr seht die halt links oben, aber eine richtige Reaktion habt ihr leider nicht. Es tut mir leid, ich hoffe im Kampf gegen Shiny, den ich von euch aus gesehen morgen aufnehme, weil Shiny diese Woche nicht konnte. Ich hoffe, da kriege ich das Ding endlich mal ohne irgendwelche Probleme, dass ich wirklich eine Audiodatei lösche oder die Audiodatei falsch aufgenommen wurde oder so. Kriege ich das hoffentlich irgendwie hin. Wir sind seit 3 Minuten hier im Kampf und ich habe mich schon relativ weit besprochen. Ich habe glaube in der Zeit im Kampf relativ viel gelabert, was abging. Ich kann kurz durchgehen, was er so dabei hatte. Da sieht man jetzt halt hin und durch. Er hatte ein Gorgason, sein Marit-Lied mit der G-Max-Form, sein Zapdos, sein Flampivian, sein Schaf, Dabul heißt auf Deutsch. Wie wäre dieser Schafbock da aus der 8. Gen? Und Gastrodon. Also kein Sneeble, kein Cobalium, jetzt sehen wir es ja auch. Kein Sneeble, kein Cobalium, wo ich nicht eigentlich auch Schiss hatte. Und auch kein Seetaking, was eines der besseren Mons ist, um in Operator reinzukommen, in Talion. Ja, man sieht hier auch, dass ich da etwas erstaunt bin. Vor allem, weil er einfach keinen Switch in den Wassermove von Operator hat. Weil, das Lustige ist ja, Gastrodons Sturmsog wird ja von dem Mega-Schützen umgangen. Heißt, ich kann ihn auch einfach wegkrippen. Gastrodon ist ein easy One-Shot für Operator. Heißt, was ich später im Kampf auch gemeint habe, ich kann mich einfach auf Gastrodon setupen. Das Gastrodon einfach das übelste Setup, ist einfach eine übelste Setup-Forderung für Operator und das ist ziemlich geil. Ja, das Rest des Teams habt ihr gerade schon vorgestellt und gerade auch schon eingeblendet. Die Schutzbrille auf Judge war, war wegen seinem Hutsasser, weil ich so dann mit Sakataka zu 100% reinkomme. Andere Überlegungen im Teambuilding waren eine Punosbeere und eine Antikampfbeere.
habe ich am Ende dann wohl Schutzbrille entschieden, weil ich so eben immer auf Fuß das Haus setupen kann. Gameplan hier war dann, ich muss Gastron wegbekommen. Möglichst früh mit Lavados dann direkt. Um dann ein Spiel mit Sakataka durchgehen zu können. Das war ja Gameplan von Anfang an. Und das viele Möglichkeiten in diesem Kampf waren dann eben Inteleon und Sakataka. Walls waren nach Tara, Sibeli und Amigento und dann eben noch unser Lavados ein bisschen zum Damage spielen und ein bisschen, ja, alles ein bisschen abdecken. Ja, wir sehen hier am Anfang schon mal Best Lavados gegen Gorgason. Ich hier habe meinen Guardian, weil Guardian hier auch dabei war, um dieses Gorgason abfangen zu können. War nicht komplett speziell defensiv, heißt, das war jetzt nicht so viel Damage. Der macht jetzt nicht so viel mit seinem Spukball und eben mit der Liu Wei Kraft, die ich auch predicted habe, deswegen mit Lavados rausgehen wollte. Ihr seht schon den Next Strike, der war dabei, weil erstens Gorgason keinen hohen Angriff hat, glaube ich zumindest. Ich kann mich auch jetzt irren. Und eben weil der physische Angriff eh höher ist und er hat aber irgendwas, was speziell defensiv relativ gut ist, was ich halt irgendwie nicht im Kopf habe. Und wir können eben mit dem Move das ein bisschen umgehen. Ja, hier kommt der Wunschtraum raus direkt erstmal. Den wollte ich rausholen, falls wir hier nochmal falls es irgendwie ein Zauberschein kommt, den ich irgendwie nicht im Kopf hatte. Aber ich gehe wiederum einfach in mein Lavados. Lavados ist relativ gut aufgestellt gegen das Schaf, weil das Schaf maximal Donnerwelle dagegen drücken kann. Offensiv macht das Schaf nichts, außer für den Risiko-Tackle und da macht er sich selbst unfassbar viel Schaden. Wir sehen mal einen Delegator. Wo ich mir auch dachte, okay, was hat er jetzt vor? Feuersturm kommt, bricht dann gleich erstmal den Delegator von ihm. Forschung geht durch. Delegator kriegt Schaden. Delegator hört auf zu wirken. Und er geht auf eine Staffette. Wollte quasi nur selbst schlüssig so rausholen oder so. Kein Plan. Überlegt jetzt, welches soll ich im Kopf habe, geht er hier jetzt in sein Gastrodon? Geht er auch Koganai ist sein Gastrodon? Und ich war hier jetzt, ich habe überlegt, ob ich erst rauswitchen soll, um vorzustellen, dass ich nichts dagegen habe. Aber er hat ja einfach die Kehrtwende riskiert, die er hätte kommen können. Und ging dann von Vivian. Und so geht mein Solarstrahl mit Energiekraut nicht auf Gastrodon, wofür der Move eigentlich prädestiniert war, sondern geht auf Flampivian. Und so war schon mal quasi eine Strategie, die wir hier dabei hatten, nicht wirklich erfolgreich. Überleg mal, ich hatte letzte Season einmal dabei und hatte vorher funktioniert. Ich habe diese Season zweimal dabei und dann nicht einmal funktioniert. Irgendwie schon ein bisschen sad. Ja, jetzt bin ich einfach auf den Brandsand gegangen, weil ich dachte, jo, der wird es maybe einfach, einfach drin bleiben und irgendwie, kein Plan, Flammen zücken, weil ich rausgehe. Und dann geht einfach wieder in Koganai und wie wir gleich sehen werden, der Brandsand macht dann legitim nichts dagegen. Lefty sehen wir hier dann direkt. Ja, jetzt muss ich gucken, wie ich das Ding umgespielt bekomme. Problem ist, ich hatte ja relativ viele physische Attacker dabei, außer Guardian. Und hier in dem Moment hatte ich noch nicht im Kopf, weil ich hier mit Operator eigentlich setupen kann einfach. Weil ich da wirklich einfach in Operator gehen kann und nach dem Energiefokus droppt fast alles im gegnerischen Team. Also Zapdos ist eine Roll, je nachdem wie der investiert ist. Silberwasser kommt auf Sivelli. Zum Glück kein Burn direkt. Hätte schlimmer kommen können. Und wir können immer mal für einen Multi-Angriff gehen mit Sivelli. Wir sind zwar mit physisch defensiv. Aber eigentlich hier auf dem Anfang ist gerade, weil ich einen Switch-Up predicted habe.
Weil er sieht, dass ich Typ Kampf bin. Aber er bleibt einfach drin. Er bleibt einfach schwer drin. Und ich war mir in dem Moment nicht sicher, wie ich dieses Gaston direkt spielen soll. Weil ich eben nicht im Kopf halte, dass Operator da einfach den cleansten Move aller Zeiten gegen hat. Ich bin jetzt einfach im Bulldog rein, weil Bulldog hier im Endeffekt nicht so wichtig war, weil ich ihn Flampivian auch mit Lavados gewinnen kann. Und weil Lavados nicht für Futsasa oder sowas abgestellt werden musste. Und Lavados war im allgemeinen Matchup deutlich besser als Zumpex, weil ich hier zum Beispiel nichts hatte, um Zapdos oder so zu hitten. Mitobe kommt rein und Mitobe, das ist ein Gorgason. Gorgason kriegt erstmal Tarnsteine zu sich geworfen. Die wollte ich unbedingt raus haben, weil es sind Tarnsteine. Ganz ehrlich. Die will man einfach draußen haben. Ich gehe wieder in Guardian, weil es ist einfach Guardian. Guardian kommt da zu 100% rein in diese in Gorgason und. Ja. Ihr Sauger kommt. Ich hier für Next Strike, weil ich ein bisschen Damage auf ihn machen wollte. Ich gehe auf den Spukball, hat vielleicht eine Staffette oder so predicted. Die ich ja vorhin auch gedrückt habe. Und ich habe vorhin einen Wunschstrahl gedrückt. Egal. Ja, ich gehe auf Wunschstrahl, kann jetzt den Next Strike drücken, weil er mir eh nicht so viel Schaden macht, dass ich mich danach nicht wieder fast voll heilen würde. Weil er eben doch keinen Zauberschein hat. Sonst hätte ich ihn schon längst gedrückt. Und gegen Kiyoshi, das ist sein Zapdos. Next Strike kommt, macht okay den Schaden und kriegen jetzt die Schade weg. In dem Moment habe ich in der Live-Commentary gesagt, jo, diese Para wird später safe noch mehr dann. Nur, dass man es schon mal weiß. So, geht auf Auflockern, ich gehe auf eine Staffette, glaube ich zumindest. Noch hier, ich auf Staffette und gehe in meine Mauer, da die Mauer einfach so ziemlich alles, was Zapdos kann, relativ gut abfängt und mit Gesteinsattacken da ziemlich gut hitten kann. Wenn man überlegt, wir haben auf Level 50 einen 201er Angriffswert, es ist brachial. Zapdos geht raus, Kuroko kommt rein, das ist scharf. Schlankhanne kommt. Oh, die macht massiven Schaden. Das war über die Hälfte. Dreht seine Lefty's Recovery. Und ich wollte hier. Wollte ich hier dann oder nicht? Das war jetzt die Frage, weil ich hier Angst hatte von einem Buddy Press. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, weil ich in der Runde gedrückt habe oder ob ich auf einer Rampe rausgegangen bin. Ich hatte doch genug Angst vor einem Body Press, um hier rauszugehen in Zumpex. Hier also auch in Zumpex. Bulldog kommt rein. Er geht auf eine Staffette. Gorgason kommt rein, also weil es halt sein einziges Mon hier, glaube ich, ist mit dem Pflanzen-Move. Woraufhin ich einfach wieder in Guardian gehe. Weil, wie schon gesagt, Guardian kommt da zu 100% rein. Ich kann mich mit Guardian wieder recovern, ich kann mit Guardian Wunschträume verteilen. Habe absolut kein Problem, mit Guardian gehen zu müssen, weil der ist ja einfach ein erster Pivot in dem Matchup. Ja, jetzt auf dem Next Strike, weil ich dachte, vielleicht bleibe diesmal drin. Letztes Mal ist er auch erst beim ersten Mal drin geblieben. Als ich reingekommen bin. Deswegen war jetzt die Hoffnung auch wieder da, dass er es macht, aber er macht es nicht, leider. Und holt sein Schaf hier rein.
Mit nächster Jack haben wir es zum Glück, ich glaube auch mit Lefties, in die nicht-Delegator-fähige Zone. Wollte ich jetzt in Lavados. Probiere das scharf rauszupressern, beziehungsweise es direkt rauszunehmen. Noch wäre noch besser. Warteschild kommt. War auch schon so okay. Finde ich jetzt nicht so cool, weil man da eben Staffette hat. Und ich glaube, kann sogar schneller sein als Lavados, da wir mit Lavados kein Speed-Investment haben. Also wenn er Speed-Investment hat, ist er jetzt schneller. Ich bin jetzt einfach im Feuersturm gegangen, weil Feuersturm. Und es kommt Koganai, sein Gastrodon. Man muss jetzt auch bedenken, dieses Gastrodon hat jetzt plus 3 Def. Wegen Warteschild und so. Ist ja mal eine Idee. Da ich Bulldog eh nicht mehr brauche. Oder. Ne, okay, das war ja noch nicht die Stelle. Ja, okay, ich geh jetzt in Savelli. Ich habe übrigens den Nickname vergessen beim Migento. I'm sorry. Ja, sieht, was da kommt. Und zum Glück kein Burn. So, ich bin jetzt einfach mal auf Multiangriff gegangen. Ungeachtet dessen, dass das Ding gerade nicht so viel Damage kassieren sollte, wegen plus 3 Def, aber der kriegt aber trotzdem fast die Hälfte Schaden. Also da war hier relativ stark speziell defensiv, aber kriegen natürlich direkt den Siedewasser-Burn, im Moment, als sie ihn fast hätten two-shotten können. Was im Endeffekt ziemlich unlucky war. Also ja, schon, da ich das ihm nicht im Kopf hatte, dass hier, dass der Interion der Way to Go ist, hatte ich ziemliche Probleme mit diesem Gastrodon. Weil ich das Ding einfach nicht low bekommen habe. So, jetzt halt war der andere Plan, den ich halt eben schon im Kopf hatte. Meine ich zu, dass er jetzt kommt. Ich gehe jetzt im Bulldog. Probiere mich von diesem Gastrodon low chippen zu lassen. Und gehe auf eine Notsituation, in dem Moment, wenn er mich finishen will. Weil ich so, dieses Gastrodon auf ziemlich low bekomme. Und, jetzt bin ich im Verantwortung. Weil ich so das Gastrodon ziemlich low bekommen kann und damit irgendwas easy finishen kann. Sieh, was da kommt. Wir werden nicht geburnt, was sehr gut ist. Wir haben die Rocks auch draußen wieder. Erdbeben kommt. Wir machen okay Schaden. Also man hat wieder dieses Gastrodon war null physisch defensiv ausgelegt. Sieh, was da kommt wieder und sieh, was macht, was sieh, was er immer macht, es burnt. Hype. Ich wollte jetzt auch weiter aufs Erdbeben gehen, um das Gastrodon einfach low zu chippen. Einfach so, einfach ihm zu zeigen, ja, ich will hier so direkt abwerfen, finish mich bitte. Problem ist halt leider, dass Gastrodon langsamer ist als Sumprex. Heißt, er kann eigentlich immer Genesung drücken, nachdem ich Notsituation gedrückt habe. Heißt, ich muss jetzt genau timen, wann ich auf erstmal die Notsituation gehe. Du musst dir dabei halt immer bedenken, weil wenn er nach Genesung drückt, dann macht es auch nichts. Er geht raus in Zapdos, also Kyoshi ist Zapdos. Erdbeben kommt und Erdbeben macht nichts. Kyoshi ist da, folglich müssen wir hier jetzt eigentlich wieder rausgehen in unsere Mauer. Orkan kommt und wir resisten das vierfache uns in der Mauer, also das waren jetzt 21 Damage von einem Zapdos mit 125 Spezialtech Base. Niedlich.
hier mal wieder auf die Steinkante, weil ich sag grad, der Fest Steinkanten einfach wehtun. Auf so einen Zapdos. So kann er jetzt immerhin auch diesmal nicht auf Hockern drücken. Muss halt wieder in seinen Gastrodon. Steinkante kommt. Macht auch sehr guten Schaden. Da sieht man eben, wie er das Ding hat. Also Gaston hat jetzt nicht mehr so eine gute Fiste von Reinsets her. Der hat nur viele KP und deswegen beugt er den Ball relativ gut. Vor allem speziell defensiv. Und physisch defensiv hat er eben sein Siedewasser, mit dem er rumburnen kann. Und so weniger Damage physisch bekommt. Das ist einfach das Gute an Gastrodon. Aber defensiver Water-Type, die sind immer gut. So, jetzt sehen wir hier gerade schon. Nach Burn killt uns das nächste Siedewasser. Muss ich also darauf hoffen, dass er jetzt, also jetzt muss ich predikten, ob er jetzt auf ein Siedewasser geht oder auf eine Genesung. Habe ich sehr viel jetzt hier auf ein Siedewasser, um mich zu finishen. Ich gehe auf eine Notsituation, ziehe ziemlich low und gehe auf Genesung. Und so war der Überraschungsmove-Notsituation quasi komplett gewastet. Einfach bisher jeder Überraschungsmove komplett wasted gewesen. Jetzt kann ich hier natürlich weiter auf Nutzerzone gehen. Aber kann natürlich jetzt immer wieder gegen genesen und verliert dabei aber nichts. Wir haben auch keine Recovery hier auf unserem Sumpex. Heißt, ich muss den jetzt hier entweder down gehen lassen oder muss jetzt irgendwie eine Idee haben, um den irgendwie zu saven. Ich jetzt nochmal auf die Nutzsituation, hab jetzt irgendwie gehofft, dass ja. Und er predicted das quasi, geht in seinen Gorgason, weil, und das Ding hat ja absolut keinen Schaden von Normalattacken. Folglich, ja, Nutzsituation gewastet. Ich muss jetzt den Atara raus, weil da eben Gorgason steht. Ich habe einen Kraftabsorber. Kann ich damit wieder vollheilen, wenn er überhaupt schon Damage bekommen hat. Ja, ein bisschen was von den Rocks eben. Und ich mache, ich gehe jetzt auf die Stafette hier. Den Gorgason. Und natürlich auch wieder hoffentlich durchkommen durch die Para, weil die Para war immerhin bisher relativ nett zu uns. Dann geht er raus in Yoshi wieder, in seinen Zapdos. Wir können auf die Stafette gehen. Und kriegen jetzt natürlich wieder unsere Mauer rein. Theoretisch. Also das habe ich mir schon Überlegung, da ob ich jetzt in den Operator gehen soll. Weil ich natürlich jetzt auch mit dem Aisha angreifen könnte, aber der Aisha macht definitiv nicht genug, um Zapdos hier safe zu killen. Nicht mal in der G-Max. Wenn er speziell defensiv ist, oder auch noch ein bisschen KP investiert hat, oder ich glaube Full KP, ist Aisha schon wieder kein Saver One-Shot, also gar kein One-Shot. Außer natürlich wie Kritten mit Superschütze, dann ist gefühlt alles im One-Shot. Weil Superschütze einfach absolut OP ist mit Energiefokus und Scope-Binse. Ich ihn also wieder in Judge in unser Saka-Taka. Und habe jetzt ganz mutig. Oder habe ich das gemacht oder nicht? Ah ne, ich bin wieder auf der Steinkante. Wollte dann doch safe spielen. Hab hier schon habe ich schon in Betracht gezogen, hier jetzt die Double in Interion zu ziehen, weil ich mir ja schon vorstellen konnte, dass da gleich wie die Schnecke reinkommt, Gastrodon. Er geht raus und es kommt Kuroko. Kuroko ist das Schaf und so wirft Fly sein Schaf gegen unsere Mauer ab. Damit geht der erste Kill in diesem Match an Saka Taka und das nach etwa
25 Minuten Kampf. Ist stabil. Also 20 Minuten werden wahrscheinlich eher sein, weil es gab relativ lang, bis der Kampf mal angefangen hat. Uranai kommt, Gastrodon. Und jetzt wollte ich hier Inteleon relativ safe reinbekommen. Heißt, ich gehe hier jetzt in Guardian. Da durch die Paar sind wir jetzt langsam als Gastrodon. Heißt, wir können einen Move tanken und danach rausgehen. Theoretisch. Außer natürlich wieder ein Full Part oder so, oder er geht raus oder whatsoever. Ich hab einen Mundstrom? Okay, warum habe ich das jetzt gemacht? Oder war ich hier. Aber es eigentlich immer noch nicht auf dem Trichter war, dass ich Interion einfach reinbekommen muss auf den. Jetzt kommt Kiosch hier rein. Und jetzt merkt ihr auch, warum das so ein Missplay war, jetzt hier auf Mundstrom zu gehen. Denn was kann denn Zapdos jetzt frei, wie es ist, machen? Gegen unser Natara. Weil wir nicht so die größte Pressure haben hier bei uns. Richtig, der kann jetzt einfach blind auf den Auflockern gehen. Wenn wir jetzt schön Freude, also wir verschieben unsere Rocks, haben wir auch wieder safe unsere Mauer drin, die hier wieder Druck aufbauen kann. Ich bin echt mega zufrieden im Match mit der Mauer, ganz ehrlich. Die macht einen unfassbar guten Job. Ja, und jetzt ziehe ich hier, will ich mal die Double in Inteleon. Man sieht auch schon oben links, ich war ein bisschen geschossen im Moment. Hab hier natürlich auch gehofft, dass die Double durchgeht. Kyoshi geht raus. Gaston kommt rein. Inteleon, wir gehen hier raus mit Sakataka. Gehen Operator. Und jetzt können wir hier einen Energiefokus aufsetzen. Und das ohne von irgendeiner Seite Druck zu bekommen, weil uns Gastor nicht genug Schaden macht, um hier wirklich Druck aufzubauen. Gastor überlebt auch nichts von Inteleon, also überlebt auch keinen Giga-Schütze von Inteleon, eben weil Sturm sogar von Giga-Schütze umgangen wird. Und mal wieder, es sind keine Hacks, wenn Inteleon jetzt crittet, weil wir durch Energiefokus mit Scope-Linse hier volle Crit-Chance haben. So, wir gehen hier in die G-Max. Und dann holst du einen Langschwanz raus hier. Steht. Ja, Schütze kommt. Und nimmt Gastrodon raus. Jo, jetzt haben wir hier den Inteleon mit Energiefokus. Energy Max. Was mit Giga-Schütze ziemlich allem beim Gegner unfassbar viel Schaden machen kann. Das sind jetzt seine G-Max, sein Maritellit. Dem ich natürlich auch erstmal einen Giga-Schütze ins Gesicht pfeffern wollte. Er holt seinen Chimix-Nachricht raus. Giga-Schütze kommt. Und macht unfassbar viel Schaden. Sehen wir ja auch. Also Crit ist natürlich, weil Energiefokus. Wenn der Schwarm kommt, der mich jetzt nicht so viel ausmacht, tatsächlich. Weil ich hier eben, was soll ich ja sagen,
Weil ich ja eh jemand kritte. Jetzt hatte ich die Idee, ich kann jetzt auf den Dynawall gehen, aus der G-Mix rauskommen und dann auf den Schuppenschuss gehen, der auch zu 100, auch killen sollte, dieses Martellit. Dann kann ich hier rausgehen mit Energiefokus plus ein, und plus 1 Speed und kann so theoretisch sagen, dieses Team answeepen. So, jetzt hat er sich schon mal gewundert, was hier jetzt eigentlich abgeht. Warum geht der, warum drückt der Dynawall, obwohl der eh schneller ist, warum finisht er mich nicht einfach? Aber da hatte einer, hatte der gute Patrick mal wieder einen Plan. Schuppenschuss kommt. Und wir sehen auch zwei Schuppenschüsse killen hier. Wir gehen also hier mit plus 1 Speed auf den Talion raus. Ich kann jetzt schon mal sagen, jetzt kommen ein paar komplexe Runden. Kann ich schon mal sagen. Oder kompliziertere Runden. Dann muss man eher so. So, er holt jetzt gleich den Gorgason rein. Theoretisch bin ich jetzt schneller als das komplette gegnerische Team. Bin auch auf auch in dem Status, in dem ich das komplette gegnerische Team sweepen könnte. Jetzt sehe ich hier so auf dem Surfer. Hab ich aber jedoch nicht überlegt gehabt, ob der einen Sash hat. Surfer kommt. Und ihr werdet gleich sehen, das Ding hat einen Sash. Sache ist, mit Schuppenschuss hätte ich das Ding natürlich killen können, weil ich hier mehrere, weil ich damit mehrere Hits hab. Muss aber Minimum 4 Hits davon treffen, damit Gorgason droppen kann. Wiederum, hätte ich vorhin mit Natara nicht Wunschtraum, sondern Staffette gedrückt, kann ich in der Turn einfach, kommt hier Gorgason rein und ich habe das mit Intellion gewonnen. Weil dann Gorgason keinen Sage mehr hat. Also, wie gesagt, das der Misplay vorhin mit den Rocks, der war sehr dumm von mir und hat mir jeweils Match mal hergeschenkt. Jetzt sehe ich hier Lavados. Ich hätte jetzt auch mit Starataka finishen können, um hier direkt einen Attack Boost abzustauben. War mir aber teils etwas zu risky, weil er auch Hydro-Pumpe kann. Theoretisch. Wir haben nicht so mehr Moveset gesehen. Wir haben nur Spuk. Oh, wir haben es hier schon gesehen zum Zeitpunkt, aber ich habe irgendwie nicht darauf geachtet. Aber ein Kraftraum soweit auch nicht so gut getan. Ja, ich kann nur schon mal sagen, jetzt kommt ein. Kommt. Zapdos ran. Und ich weiß nicht, was mich hier geritten hat, aber ich gehe hier mit einem ich gehe einfach mit einem Feuersturm rein. Statt hier einfach, anstatt einfach Zumpex abzuwerfen, bleib ich einfach in einem Ladungsstoß drin. Und dann kommt der Feuersturm und hittet nicht mal. Das war eine komplett hergeschenkte Runde, die ich nicht hätte riskieren müssen. Ich gehe jetzt hier in Bulldog, werf den dann ab. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ich gehe in Bulldog. Werf den hier quasi in den Burn ab. Also ich hätte. Das Game hätte halt der hier schon gewonnen sein können. Dass man es dann auch schon mal weiß. Das hätte hier schon gewonnen sein können. So. Jetzt kommt Judge. Und er hat nur Flampivian und Zapdos. Heißt, ich kann jetzt einfach ein Bizarrum aufsetzen und gewinnen. Also, theoretisch haben die Missplays jetzt nicht so viel ausgemacht. Aber, ja. Wir können das jetzt einfach. Wir gehen jetzt einfach in Bizarrum, gehen nachts haben auf Steinkante und haben es dann gewonnen. Aber jetzt kommt erstmal die Para. Und da geht einem natürlich schon einiges im Kopf rum. Man hat den Move jetzt zu 80% hittet. Kann, wenn der Zahmer durchkommt, hier easyes Game gewinnen. Mit 4-0. Was man vorher eigentlich schnell mit 6-0 gewinnen können. Just saying. Steinkante und sie misst. Ladungsstoß kommt. Wir leben nur noch einen. So wenig wie auf die Steinkante. Und die Steinkante, sie kommt und sie kommt nicht. Ja, Lavastoß kommt und damit ist der Attacker besiegt. Und jetzt kommt es zum Tragen, dass ich vorhin
Lavados in Zapdos hingelassen habe. Weil mir ist hier das komplett, weil ihr seht jetzt, wir haben hier ein halbtotes Lavados, ein komplett totes Silvelli gefühlt und ein Nachtara, was komplett speziell defensiv ist. Gegen einen Flampivian. Ja. Kacke, ne? Ich habe eine Schafette. Will ich hier jetzt, was habe ich denn ja genau vor? Ach, ich wollte hier jetzt gucken, ob er jetzt in Flampivian geht. Habe das hier impacted, muss dann, hätte jetzt aber auch einmal Civili abwerfen können. Also es häufen sich die Missplays und... Also ich war in dem Moment aber bin ich komplett fertig mit allem. Merkt man vielleicht auch. Mich hat das... Ich hätte das Game ja der Stelle schon dreimal gewinnen können. Jetzt gehe ich wieder in Guardian. Schutzschild und ab der Stelle hier ist das Game wirklich ganz schwer winnable. Bis hin zu gar nicht mehr. Jetzt holen wir Flampivian rein. Keine Rocks natürlich wieder. Hier auf dem Schutzschild. Wollen wir natürlich noch ein bisschen was ausstallen. Und übrigens, die Staffette vorhin gegen Zapdos. Halt, vergessen, dass der Bizarrum draußen ist und war deswegen nochmal verwirrt. Bin deswegen an den Lavados gegangen, warum auch immer. Flammenblitz kommt. Und ihr seht, das Ding ist nicht mehr winnable. Wir können hier mit Guardian dieses Flampivian nicht mehr ausstallen. Es ist einfach nicht möglich. Und so habe ich dieses Game komplett sinnlos hergeschenkt. Bisher werden jetzt 2-3 stehen können nach dem Game. Jetzt stehen wir halt 1-4. Und es ist halt auch kein Spam, wenn ich das jetzt schon sage. Es ist schlicht der Verlauf vom Kampf gewesen. Muss eigentlich auch nichts machen. Ich hätte was machen können, aber jetzt halt nicht mehr. Ja, jetzt habe ich hier noch Silvelli und Altara. Ich warte noch unnötig rum und ja. Silvelli kommt rein, warum ich das auch gemacht habe. Flammenblitz kommt. Silvelli geht down. Red Recoil. Also ich habe ja mal probiert, ob ich vielleicht noch so viel Recoil aufbekomme, dass er died, aber natürlich kriege ich das nicht mehr. War mein Last Resort Move in dem Moment. Ja, Guardian steht jetzt hier. Wir können einmal auf den Schutzschild gehen. Nochmal, wir sind jetzt paralysiert. Da kommt es auch Antipara. Und wir sind jetzt einmal noch getriggert. So. Flammenblitz kommt und Guardian died. Somit verlieren wir am Ende 2-0 gegen Drake. Nachdem wir zeitweise 6-3 in Front lagen. Und ja, in dem Moment habe ich einfach wirklich die Aufnahme einfach abgebrochen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Kann ich einfach so sagen, ich hatte in dem Moment einfach absolut keinen Bock mehr. Es ist vielleicht auch verständlich, nachdem man sowas herschenkt. Im Nachhinein GG an Drake, er hat es am Ende auch gut ohne gespielt, logischerweise. Ich liebe den Jungen ja auch. Aber es ist schon echt mieses Gefühl, wenn man sowas so verliert. Aber hoffe, dass es noch besser läuft für die nächsten paar Matches. Es ist natürlich theoretisch auch möglich, in die Playoffs reinzukommen mit 4-5, wir sind 9 Leute, heißt. Mit. Oh, nee, ich jetzt 1-5, ne? Nice. Mit 4-5 kann man auch in den Playoffs reinkommen. Was natürlich auch mein Ziel war von Anfang an. Aber ja, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Beim Kampf gegen Shiny. Vielleicht dann irgendwie mit Teambuilding. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.